befinden uns heute im benachbarten Allgäu in Nesselwang. In Nesselwang wird seit einiger Zeit ein ganz besonderer, neuer, cooler Sport ausgeübt. Die Rede ist vom Beachtennis. Gestern und heute war hier die Alpspitz Beach Open, ein Beachtennis-Turnier. Und wie dieses Turnier verlaufen ist und was Beachtennis eigentlich für eine Sportart ist, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Was hast du da auch noch bekommen? T-Shirt? Top, top, top. Jacke? Und top. Rock und Hose. Das gleiche wie vom Tennis sozusagen. Ja. Also Beachtennis ist eine neue Sportart, also sie gibt es schon länger, aber sie ist eine Mischung aus Tennis, Badminton und Beachvolleyball. Und ich glaube, dieser Mischmasch aus allen Sportarten macht es möglich, dass so viele Leute das ganz schnell lernen können und eben dann auch gegeneinander fighten. Aber bei so einem Wetter, bei so einer Atmosphäre, einfach mit Freunden Spaß zu haben. Egal, ob du schon Beachtennis gespielt hast oder nicht. Cool Leute, die all around den Platz sind. Beachtennis ist einfach Wahnsinn. Man 2 gegen 2, entweder im Doppel oder im Mixed. Und genau, man hat die Zählweise vom Tennis, bis auf das, dass man bei 40 bei den Entscheidungspunkt spielt, was natürlich ganz gut für die Spannung ist in dem Match. Und man hat nur einen Aufschlag und bei Netzkante geht es weiter, was das Ganze auch beschleunigt. Und was ist jetzt das Schwierige da dabei, bei diesem Sport? Also ich würde mal sagen, am Anfang kann jeder so auf einem gewissen Niveau mitspielen. Als guter Tennisspieler hat man dann auch einen guten Touch. Andererseits, wenn man dann wirklich richtig gut werden will, muss man sich eine andere Technik angewöhnen und dann eben auch anders taktisch spielen und dann immer dazulernen. Und das ist eben, man kann eigentlich nie auslernen. Es gibt immer was Neues. Und was macht jetzt dir am meisten Spaß dabei? Ich finde die lockere Atmosphäre mit der Musik, 2 gegen 2 super und die Fairness auf dem Platz und natürlich im Sand spielen ist immer cool. Heute und gestern fand jetzt hier die Alpspitz Beach Open statt. Wir sind jetzt schon nach dem Turnier. Diese Alpspitz Beach Open, erzähl uns mal, was ist das für eine Veranstaltung? Genau, das ist ein deutsches Ranglistenturnier für Beachtennis, bei dem alle aus ganz Deutschland mitspielen können. Man spielt Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. Und es gibt auch immer eine Nebenrunde. Das heißt, wenn man am Anfang verloren hat, hat man nicht gleich gar kein Spiel mehr, sondern man hat immer mindestens 2 Spiele, was natürlich super ist und auch viele Leute hierher zieht. Und wir haben das vor 3 Jahren ins Leben gerufen und ich glaube, es läuft echt gut. Und es werden auch immer mehr Teilnehmer von der Umgebung, was natürlich sehr schön ist. Wie ist das Turnier die letzten 3 Jahre jetzt so verlaufen? Am Anfang haben wir richtig starke und große Felder gehabt, weil da war es kurz nach der Corona-Pause, da waren wir das allererste Turnier, das in Deutschland stattfinden konnte. Und jetzt die letzten 2 Jahre hat es ein bisschen abgenommen, aber wir haben immer Top-Teams dabei gehabt, vor allem bei den Herren. Und ich würde sagen, es ist sehr zufriedenstellend und wie gesagt, es nehmen immer mehr Leute aus der Umgebung teil, was natürlich auch unser Ziel ist, dass die Sportart hier in der Umgebung bekannter wird. Du selber hast ja jetzt auch schon 3-mal bei den Alpspitz Beach Open mitgemacht. Wie ist es für dich selber verlaufen? Tränen, Niederlage, Erfolge? Ja, am ersten Jahr, da waren wir nah am Erfolg dran, dass wir das Finale gewinnen und dann haben wir es doch noch verloren. Letztes Jahr haben wir dann im Doppel gewonnen, im Mixed war das gleiche, hatten wir schon Matchball, sind dann im Halbfinale ausgeschieden und natürlich mit diesem Turnier jetzt hier, wo ich im Doppel und Mixed gewonnen habe, ist natürlich ein Traum.
Isabel Salvador, Finalteilnehmerin im Mixed. Erzähl uns mal, wie ist das Finale verlaufen? Ja, es war ein sehr, sehr spannendes Finale. Im ersten Satz ging es direkt in den Tiebreak, den wir leider verloren haben. Danach, im zweiten Satz, lagen wir 2-5 hinten und haben noch aufgeholt auf 7-5. Und dann ging es in den Match-Tiebreak, den wir wirklich sehr, sehr spannend gehalten haben von beiden Seiten und leider am Schluss 13-15 verloren hatten. Es war auf jeden Fall sehr spannend, leider dann verloren. Wo war der Knackpunkt? Woran hat es gelegen? Ja, wir hatten so viele Matchbälle und haben einfach keinen Druck gemacht, keine Ideen mehr gehabt und haben diesen Punkt nicht gemacht. Was hättet ihr anders machen können? Ja, wie gesagt, druckvoller spielen, ein bisschen mehr mit Spielwitz, die Bälle noch ein bisschen kürzer spielen, sie laufen lassen und das haben wir alles irgendwie nicht umgesetzt. Sarah und Alex, herzliche Gratulation zum Turniersieg. Wie nervenaufreibend war jetzt das Finalspiel für euch? Ich würde mal sagen, sehr nervenaufreibend. Erst mussten wir reinkommen, dann war es richtig eng, dann haben wir klar geführt, dann war es wieder eng und am Ende haben wir ganz viele Matchbälle abwehren müssen. Ja, wie war es für die? Ja, also erstmal muss man natürlich reinkommen. Die Spiele davor waren natürlich nicht so anstrengend, würde ich mal jetzt behaupten, wie das Finale. Und deshalb hat es natürlich gedauert, bis wir reingekommen sind. Aber dann lief es ganz gut, glaube ich. Es war sehr spannend. Match-Tie-Break, dann hast du entschieden. Was war jetzt dann schlussendlich der Knackpunkt? Also natürlich war auch, würde ich jetzt behaupten, ein bisschen Glück dabei. Ja, ist halt so. Und aber ich meine, auch natürlich vielleicht ein bisschen Heimvorteil, da die Sarah ja von hier kommt und ich auch aus der Nähe. Aber ja, ich meine, kann man dann sagen, also ein bisschen schon vielleicht besser gespielt, auch verdient, aber ja. Nerven behalten, das war auch ganz wichtig. Ja, waren die Nerven schlussendlich wirklich das Ausschlaggebende? Also ich war eigentlich relativ entspannt die ganze Zeit. Von dem her denke ich, es war gut, dass wir nicht so viel gezittert haben. Es war ein mega Match, wir hatten tolle Zuschauer. Die Gegner waren super, auch verdient. Hier nochmal Glückwunsch an der Stelle. Ja, und gestern sowieso Finale gespielt, von daher gehe ich mit einem Lächeln hier runter und fahre glücklich ins Saarland wieder zurück. Weil du bist ja eigentlich bei den Damen als Siegerin aus dem Turnier herausgegangen. Wie groß ist jetzt die Freude darüber? Ja, die ist natürlich riesig. Turniersieg, 30 Punkte gehen mit ins Saarland und ja, ich würde sagen, jetzt wird gefeiert. Ja. Tobi, vor allem du warst am Anfang des Finales ein bisschen verärgert, hast es immer wieder zum Ausdruck gebracht. Was war in der Anfangsphase das Problem? Wir kamen eigentlich ganz okay rein, es war alles eng, bis am Anfang, wo es 2-2 stand. Dann haben wir ein paar enge Punkte nicht gemacht und dann habe ich mich da über mein Spiel aufgeregt, mit der Gesamtsituation gehadert, was dann dazu geführt hat, dass wir nicht mehr gut gespielt haben und dann auch verdient den ersten Satz verloren haben. Ihr seid dann aber wieder sensationell zurückgekommen. Was war dann anders? Ja, wir haben mal wieder versucht, wenigstens ein bisschen die Punkte für uns halt zu gestalten. Einfach mal den Ball mehr reinzuspielen, nicht mehr so viel hochzuspielen. Und ja, hatten wir halt einfach Glück. Ja, im Finale leider verloren. Ihr wart aber lange Zeit vorne. Was ist dann passiert? Ich habe, um es kurz zu sagen, dann mein Aufschlagspiel zum Matchgewinn leider nicht durchbringen können. Und das war dann, denke ich, schon spielentscheidend. Da hatten wir einige Matchbälle, wo wir über eigenes Verschulden nicht nutzen konnten. Und somit hat sich das Spiel dann nochmal gedreht. Woran lag es deiner Meinung nach? Ja, 4-1 hört sich erstmal wie eine große Führung auf, aber man steht dann auf der schlechteren Seite. Schafft es dann nicht durchzuservieren und dann dreht sich im Beachland halt schnell. Es sind 4 Punkte und die haben sich gut zurückgekämpft. Wir haben es nicht mehr geschafft, unser Spiel vom ersten Satz durchzuspringen und dann kann sich der Blatt halt sehr schnell wenden. Thank you.
gekommen? Ja, natürlich sind wir sehr happy. Also nach dem Spielverlauf muss man ganz klar sagen, die anderen hatten schon 4 Matchbälle. Wir haben die abgewehrt. Gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Das ist gar keine Frage. Letztendlich muss man dann aber schon sagen, wir haben es verdient gewonnen. Wir haben uns mental, würde man bei uns im Schwabenland sagen, den Karren aus dem Dreck gezogen. Deswegen sind wir natürlich sehr, sehr happy und ich bin stolz auf uns beide. Endlich der Heimsieg auch im Mixed. Letztes Jahr ja das erste Mal im Doppel, dieses Jahr das erste Mal im Mixed.